Ladies Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei B-Yoga. Ich bin Denise und ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Dafür kommt auf eure Matte und euren Schneidersitz. Zieht nochmal die Schultern hoch zur Ohren, rollt sie nach hinten unten ab und richtet ihr die Wirbelsäule schön lang auf. Legt die Hände auf die Beine ab, Kinn parallel zum Boden. Schließt die Augen. Kommt hier einen Moment an, ganz hier bei euch. Jetzt und hier, hier und jetzt. Und mal alle Anspannung raus. Weicher Bauch, weiche Stirn, lockeres Kinn und Kiefer. Spürt, wie ihr hier gerade auf eurer Matte sitzt. Spürt das Gesäß auf der Matte. Alle anderen Kontaktpunkte des Körpers mit dem Boden. Spürt die Hände, wie sie auf euren Beinen oder auf euren Knien ablegen. Spürt auch mal euren Atem. Wo könnt ihr euren Atem besonders gut heute spüren? Im Bauchraum oder eher im Brustbereich? Macht euren Atem mal ausfindig, wo er besonders gut wahrnehmbar ist, gerade jetzt. Verändert ihn auch nicht. Dann spürt auch noch mal zu der Länge eures Atems. Ist da euer Atem eher lang und tief? Oder ist er eher kurz und flach? Alles darf hier sein. Ganz neutral mal hinspüren, gar nicht bewerten. Lasst auch euren Atem so, wie er gerade jetzt ist. Nichts kontrollieren, nur sein und geschehen lassen und dabei liebevoll beobachten. Diese wunderschöne Auf- und Abwärtsbewegung eures Atems. Ganz in Stille, ganz für euch. Lockerer Bauch. Sehr schön. Atme jetzt nochmal ganz tief ein durch die Nase. Halte und vollständig aus durch den leicht geöffneten Mund. Tief ein. Halte noch ein wenig länger deinen Atem jetzt hier an. Und aus durch den Mund. Alles löst sich. Tief ein. Und lang aus. Sehr schön. Öffne deine Augen. Unsere Handgelenksdehnung bzw. Brustkorbmobilisierung. Dreh mal die linke Handfläche nach vorne. Greif dann mit der rechten Hand deine linke Handfläche. Halt deine Fingerspitzen natürlich. Atmen aus. Ausatmen. Ziehen wir die Finger schön auseinander. Einlösen wir wieder. Aus. Wieder schön auseinander. Voneinander wegziehen. Ein. Wieder lösen. Nochmal für drei. Ein, wieder öffnen und lösen. Aus, wieder schön ziehen. Ein, wieder lösen. Aus, wieder schön ziehen. Ein, wieder schön lösen. Aus, nochmal schön ziehen. Und ein, wieder lösen. Kurz mal nachspüren. Jetzt haben wir hier schon mal schön die Atmung ein bisschen vertieft. Brustmuskulatur und Brustbereich, Muskulatur ein wenig gestärkt, mobilisiert, gekräftigt. Genau. Jetzt bringen wir nochmal die Schultern in Wallung. Dafür legen wir die Hände auf deine Schultergelenke, bringen die Ellbogen, Spitzen schön nah zusammen. Mit dem Einatmen fängst du schön an, hier eine runde Rotation mal reinzubringen. Nach aus drehst du nach hinten, unten, die Schulter nach unten. Für fünf, Augen gerne mal schließen. Für vier, richtig schöne, große, ausführliche Kreise, ganz entspannt, Augen schließen, wie gesagt. Für drei. Für zwei. Bauch locker. Und noch einmal. Und ausatmen, alles lösen, ausschütteln. Jetzt wollen wir hier auch noch mal die Brustwirbelsäule ein bisschen mobilisieren. Dafür verschränkst du mal die Hände im unteren Rücken, atmest nochmal aus, ruckelst schon mal die Schultern ein bisschen zusammen.
aus hier. Einatmen, jetzt ziehst du mal die Fäuste oder diese Faust von dir weg nach hinten, unten, um hier dein Brustbein hier schön zu mobilisieren, die Schultern auch auseinander zu ziehen. Und dann wieder lösen. Dreimal mehr. Einatmen, zieh die Faust von dir weg nach hinten, unten. Richtig schön Brustkorb anheben, Kinn leicht anheben. Aus, wieder lösen. Ein, nochmal Faust weg. Richtig schön aufspannen hier. Auslösen, einmal mehr. Ein, nochmal schön aufspannen. Brustwirbelsäule weiten. Und die Schultern auch Dehnung gönnen und auslösen. Sehr, sehr schön. Muss nochmal kreisen. Alles nochmal lockern. Okay, unsere Flankendehnung. Stell mal die rechte Hand. Heben sie ab. Einatmen, hebst du deinen linken Arm hoch zum Himmel. Richtig schön lang werden. Und aus, lehnst du dich rüber zur rechten Seite. Der Arm bleibt möglichst lang. Du bleibst hier schön gerade über deiner Hüfte ausgerichtet, nicht so weit nach vorne oder nach hinten. Du kommst hier in eine schöne Flankendehnung. Schau hier mal hoch zu deiner linken Hand. Atme. Für 5. Für 4. Die Rippenmuskulatur weitet sich jetzt hier auf die Hüftaußenseite links, vielleicht kannst du hier eine schöne Dehnung wahrnehmen. Unbedingt die linke Schulter locker lassen. Für 3, drück schön in die rechte Hand. Für 2 und noch ein langer Atemzug. Sehr schön. Einatmen, kommst du wieder kraftvoll nach oben. Aus, Hand und Arm zurück. Kannst du mal nachspielen, linke Flanke, rechte Flanke, mal kurz vergleichen, Augen schließen. Sehr gut, jetzt kommen wir zur anderen Seite. Stell die linke Hand locker neben dir ab. Atme ein für ihre Länge in deiner rechten Körperseite. Bleib mittig. Und aus der Länge aus, kippst du runter nach links. Auch hier schöner langer Arm, lange Flanke rechts. Die Hand schön in die Matte pressen, die rechte Schulter relaxt. Und schau jetzt hoch zu deiner Hand, um hier auch die Brustwirbelsäule noch ein bisschen mit reinzunehmen. Rechte Schulter relaxed, Bauch relaxed, für 5, für 4, möglichst tief atmen in die Flanke rechts, für 3, für 2 und noch ein langer nährender Atemzug. Sehr gut. Ein, kommst du wieder hoch, aus, mal absinken. Okay, jetzt lösen wir mal die Beine. Stellung hier auf. Komm jetzt in die wunderschöne Ganesha-Pose. Da haben wir eine Schultermobilisation. Dafür kommst du in den Vierfüßler. Die Füße, okay. Erstmal die Knie unter die Hüfte, also hüftbreite Knie, Fußrücken erden. Um dann hier noch ein bisschen besser reinzukommen, nimmst du jetzt die Knie mattenbreit auseinander. Du kommst, wie du sagst, in die Hände, stehen unter deinen Schultern. Atme nochmal aus. Ohne Bewegung, mit dem Einatmen hebst du den rechten Arm hoch zum Himmel an, Hüfte bleibt gelevelt, richtig aufspannen, der Brustwirbelsäule, aus, du fädelst hier durch, beugst auch den linken Arm mal an, schaust der rechten Hand hinterher, dreimal mehr, einatmen, wieder wunderschön öffnen, Hüfte leveln, sehr gut, aus und wir schauen der Hand hinterher, mobilisieren hier mal unsere schöne Schulter, einatmen, richtig schön öffnen, Brustwirbelsäule wird auch mobilisiert. Aus, Fädel durch. Ein, nochmal schön öffnen. Und Achtung, aus. Jetzt legen wir uns hier auf die rechte Schläfe. Strecken auch mal den linken Arm nach vorne aus. Die rechte Hand liegt locker ab. Wenn deine Knie jetzt ein wenig angespannt sind, dann stell gerne die Fußzehen hier auf. Dann entlastest du deine Knie. Der Arm ist ganz lang, nur auf den Fingerspitzen kannst du den jetzt auch mal aufstellen, den linken. Spür hier mal hinein, wie sich hier deine obere Rückenmuskulatur dehnt. Besonders jetzt auf der linken Seite wird dein Schulterblatt hier schön gedehnt, von der Wirbelsäule wegbewegt. Und die rechte Schulter wird hier schön gedehnt an der Außenseite. Für 5. Für 4, Augen gerne schließen, für 3, für 2
Und noch einen Atemzug. Einatmen, langsam wieder hochkommen. Nochmal einmal im Vierfüßler innehalten. Fußrücken mal kurz erden. Jetzt kommen wir zur anderen Seite. Kommst du jetzt mit deinem linken Arm hoch zum Himmel, richtig schön aufspannen. Schau hoch zu deiner Hand, Hüfte bleibt gelevelt. Ausfädel schön durch, beug den rechten Arm. Fußspitzen gerne wieder aufstellen. Einatmen, richtig schön aufdrehen hier. Brust, Wirbelsäule, Schultern richtig schön aufspannen. Aus, durchfädeln. Ein, wieder öffnen. Richtig schön zur Hand schauen, wenn du kannst. Aus, durchfädeln. Ein, nochmal lang. Aus, durchfädeln. Und jetzt legst du die linke Schläfe ab. Und dabei streckst du jetzt den rechten Arm lang aus. Kommst hier nur auf die Fingerspitzen. Der linke Arm ist locker. Spür auch hier, wie sich deine Schulterblätter von der Wirbelsäule wegbewegen. Besonders jetzt rechts. Und links deine Schulteraußenseite schön gedehnt wird. Und natürlich auch der Arm rechts jetzt. Für 5. Schmelz hier richtig hinein im oberen Rücken. Für 4. Für 3. Sehr gut. Für 2. Und für 1. Kommst du langsam wieder hoch in den Vierfüßler. Bringst dann die Knie, Oberschenkel wieder näher zusammen. Ausatmen, setzt dich auf die Fersen zurück. Und langsam tauchst du dann ab in deine Child's Pose und erdest deine Stirn. Arme sind lang, aber locker, vor dir ausgestreckt. Spür hier nach. Spür, wie du deinen oberen Rücken hier wunderschön geweitet hast, mobilisiert hast. Nimm hier in der Kindsposition nochmal alle Anspannung raus. Lass einfach gut sein, gib dich hier deiner Matte hin, deinem Atem. Gönn hier deinem Rücken nochmal diese wunderschöne Dehnung. Für 8. Bleib hier bei dir in diesem Moment, deinem Atem. Für 7, spür dich hier nochmal richtig hinein, noch wieder untere Rücken, jetzt schmelzt und sich hier schön dehnt. Für 6, alles ist gut, so wie es gerade ist. Für 5, für 4, auch die Verdauung wird in der Balasana angeregt, in der Kindsposition. Für 3, die Bauchorgane schön massiert. Für 2. Und noch für 1. Sehr schön. Einatmen, stellst die Hände neben den Kopf. Einatmen, rollst du dich Wirbel für Wirbel wieder auf. Und kommst jetzt in deiner Version rechts oder links in die Fersen setzen. Ab. Kommst in deiner Version runter in die Rückenlage. Und hier kommen wir auch nochmal, nehmen wir nochmal die Knie schön nah zur Brust heran. Zieh nochmal das Kinn zur Brust, werden hier so ganz rund. Das Kinn bleibt jetzt schön nah an der Brust. Jetzt fängst du mal an, über deinen unteren Rücken die Rückenrolle zu machen. Eine wunderbare Rückenmassage, die eigentlich einer Massage auch gleich kommt. Aber unbedingt Kinn an Brustbein dran lassen, um hier deinen Nacken zu schützen. Mach das nochmal ein paar Mal, solange es dir hier gut tut. Nochmal dreimal auf- und abrollen. Und dann heißt es liegen, wenn du wieder unten bist. Knie nochmal schön nah zu dir ranziehen. Du kannst auch mal die Knie so kreisen, als würdest du Wasser unter Wasser schwimmen. Dann so eine kreisende Bewegung, die Knie so von dir weg und wieder zusammen. Beine und Arme nochmal lang ausstrecken nach oben. Nochmal schön die Fußsohlen und die Handflächen zum Himmel aus. Nochmal ganz klein werden hier zusammengerollten Yoga-Päckchen. Dann legst du den Kopf wieder ab. Stellst die Füße auf. Atme aus.
Und dann lässt du mit dem Ausatmen Bein 1 und Bein 2 lang nach vorne aus. Streckst dich schön aus. Die Arme, kannst mal die Arme lang nehmen, hinter den Kopf legen, die Schultern hier noch mit zu dehnen. Und komm hier in deine wohlverdiente Abschlussentspannung mal mit den Armen hinter dem Kopf an. Die Füße fallen locker nach außen. Der Atem fließt. Spür dich hier nochmal, spür nochmal, wie geht's dir jetzt? Was hat sich vielleicht verändert? Nimm nochmal alle Anspannung raus. Komplettiere hier deine Praxis mit deiner schönen Shavasana-Asana am Ende. Atme, gib dich hin. Gönn dir noch deine Entspannung, solange du das möchtest, solange dir es so gut tut. Und dann sag ich so langsam mal, vielen Dank, liebe Yogis, schön, dass ihr mit dabei wart. Seid stolz auf euch, dass ihr heute wieder so fleißig mitgemacht habt. Erkennt euch immer wieder dafür an, wenn ihr etwas für euren Körper so schön tut und auch für Yoga. Okay, dann haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Namaste.